Montagmittag, 11.52 Uhr, eine ohrenbetäubende Detonation erschüttert Reitbrook. Danach stehen ein Wohnhaus und diese angrenzende Scheune am Reitbrooker Hinterdeich lichterloh in Flammen. Die Feuerwehr gibt Großalarm, rückt mit 3 Löschzügen der Berufswehr und freiwilligen Feuerwehren an, ist zunächst aber machtlos. Die Bewohner in 5 Häusern werden vor der dichten schwarzen Rauchwolke gewarnt. Im Außenangriff kämpfen sich die Löschtrupps vor, Notärzte und Sanitäter stehen bereit, denn zunächst ist unklar, ob noch Menschen in den Häusern sind. Auch die Retter müssen Sicherheitsabstand halten, Fenster und Türen sind aus den Angeln geflogen, die Mauern haben Risse und aus dem Dach der Scheune schlagen meterhohe Flammen als Folge der heftigen Explosion. Ja, eine vermutliche Verpuffung, die sich hier vor Ort abgespielt hat. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte man Gebäudeteile hier auf der Straße vorfinden, als auch eine instabile Gebäudestruktur auf der Rückseite. Es haben sich bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte 5 Personen vor dem Gebäude aufgehalten. Die sind unverletzt und werden zurzeit vom Kriseninterventionsteam betreut. Im Wohnhaus ist eine Mauer komplett weggesprengt. Wie durch ein Wunder wird hier niemand verletzt. Überall liegen blaue Kanister, in der Presse heißt es Düngemittelkanister. Ob Chemikalien etwas mit der Explosion zu tun haben, ist aber noch völlig unklar. Unterdessen fachen heftige Windböen das Feuer immer wieder an. Ja, die Schwierigkeit im Erstangriff war natürlich die immense Rauchentwicklung, eine große Brandausbreitung, um hier, weil das schon ein komplexes Gebäude ist, von mehreren Seiten dann die Brandbekämpfung einzuleiten. Die Feuerwehr Hamburg ist zurzeit mit ca. 100 Einsatzkräften hier vor Ort und führt eine massive Brandbekämpfung mit mehreren Strahlrohren im Außenbereich durch. Zweimal müssen sich die Feuerwehrleute aber zurückziehen, weil es für sie im dichten Qualm auch unter Atemschutz zu gefährlich wird. Das ganze Ausmaß des Großbrandes wird erst am Abend sichtbar. Der Rauch hat sich verzogen, doch 10 Stunden nach Alarmauslösung brennt es noch immer. Das technische Hilfswerk ist angerückt, um die einsturzgefährdeten Gebäudeteile einzureißen. Mit schwerem Gerät wird das Wellblechdach der Scheune abgedeckt. Hoffnung, dort oder aber im angrenzenden Wohnhaus noch wirklich etwas retten zu können, gibt es mittlerweile nicht mehr. Nun bleibt die Frage, was die Explosion eigentlich ausgelöst hat. Dies sollen Experten des Landeskriminalamtes morgen klären.